Moinsen, in diesem Video erwarten euch komplett kostenlose Spiele und Apps für die Apple Watch. Viel Spaß! Die erste App im Bunde ist sozusagen eine Service-App, nämlich Today in History. Wie der Name schon sagt, sie zeigt euch, was heute in der Geschichte passiert ist. Also heute ist zum Beispiel der 17. Mai und sie sagt uns, was ist am 17. Mai in der Geschichte so passiert. Wenn ihr sie startet, landet ihr auf der Seite und dann könnt ihr hier immer nach rechts swipen und seht die Geschichten. Seht dann hier nochmal das genaue Datum und könnt hier runterscrollen und habt mehr Infos dazu. Und unten könnt ihr das Ganze auch auf eurem Phone öffnen und das nochmal detaillierter sehen. Wichtig, es ist alles auf Englisch. Bilder sieht man zwar, aber auf Englisch ist der Text. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall Englischkenntnisse, um das Ganze hundertprozentig zu verstehen. Es gibt aber sehr, sehr viele Sachen, die man dadurch erfährt. Das heißt, es ist nicht nur eine Sache, sondern 5, 6, 7, 8 Sachen, je nach Tag natürlich, die man neu erfährt. Ich muss sagen, sehr interessant. Für einfach mal reingucken zwischendurch, echt eine nice Empfehlung. Die zweite App ist nicht nützlich an sich, sondern sie ist ein Spiel. Ihr seht es hier schon, Space War Defense heißt das Ganze. Wie auch sonst immer, wenn ihr diesen QR-Code hier einscannt, kommt ihr direkt in die App Store-Seite und könnt es auch runterladen. Wenn ihr die App startet, habt ihr hier eine ganze Übersicht, könnt einmal den Modus spielen Limit Coin, also ihr könnt nur so und so oft schießen, oder Limit Time, also ihr habt nur so und so lange Zeit. Wir spielen jetzt mal Limit Coin und dann ist das Ganze, wie der Name schon sagt, sehr aufgebaut wie Space Invaders. Das heißt, wir müssen hier in dieser Pixeloptik die Dinger wegschießen. Und wir können es nicht über die Krone steuern, sondern ihr müsst hier einfach mal drauf tippen, da wo ihr hinschießen wollt. Und hier unten links seht ihr dann auch, wie viel Munition ihr sozusagen noch habt. Das heißt, ihr habt ungefähr 150 waren das, glaube ich, am Anfang, wenn ihr diesen Modus spielt. Und sonst habt ihr, glaube ich, eine Minute Zeit, wenn ihr auf den Zeitmodus geht. Ist relativ kurzweilig. Aber ich muss sagen, für zwischendurch macht es echt ziemlich Spaß. Ich würde mir noch wünschen, dass es auch eine Kronensteuerung geben würde und nicht nur diese Touchsteuerung, sonst aber echt ganz nice. Das ist jetzt keine App, sondern Werbung in eigener Sache. Das heißt, wenn euch diese Videos gefallen, ich habe ein Ziel, 100 Abonnenten zu erreichen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, mir ein Like gebt oder kommentiert. Dankeschön. Die vorletzte App, die ich euch vorstelle, ist wieder eine nützliche App in Anführungszeichen. Sie nennt sich hier Battery Life und was sie tut, ist relativ eingeschränkt, aber eigentlich ganz nice. Wenn ihr jetzt die Apple Watch habt und ihr wollt wissen, wie viel Prozent euer Handy hat an Akku, dann könnt ihr das Ganze hierüber auslesen. Ihr seht, es hat 76% Akku. Braucht man jetzt vielleicht nicht immer, aber zwischendurch kann es wahrscheinlich ganz hilfreich sein. Ich hatte euch sogar schon mal so eine ähnliche App vorgestellt. Die vierte und letzte App ist wahrscheinlich meine Lieblings-App, nämlich, ihr seht es hier, Squeakly. Und die erinnert mich sehr stark an The Impossible Game. Ich bin natürlich jetzt extra gestorben zum Testen. Nein, erinnert mich an The Impossible Game. Kennt man auf dem iPhone, war es damals ein Spiel. Das Ziel ist einfach mit diesem Kasten hochzuspringen und nicht dabei drauf zu gehen. Das heißt, hier müssen wir rüberspringen. Die Münze sollten wir einsammeln. Es ist halt so, The Impossible Game früher hat sich schneller gesteuert, sag ich mal. Also das Ding ist schneller runtergefallen. Hat wahrscheinlich weniger Gravitation, deswegen fliegt es länger. Aber so funktioniert das Ganze vom Prinzip wie The Impossible Game. Also ihr müsst die Münzen einsammeln, da müsst ihr drüber springen. Das war sehr, sehr schlecht. Da müsst ihr drüber springen und dann müsst ihr einfach den Highscore erreichen. Ist auch relativ kurzweilig, aber macht auf jeden Fall Spaß und ist kostenlos. Also kann ich da auf jeden Fall auch nur empfehlen. Das war es aber auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und kommentiert, wenn ihr möchtet, auch gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!